Schwierigkeiten entweder man privatisiert oder man privatisiert nicht. Das war eine nicht besonders erschöpfende Auskunft. Dann war die Überraschung schon sehr groß, muss ich sagen, und vor allem, wenn man sich die Preise oder die möglichen Verkaufspreise anschaut, dass eigentlich unter dem Strich knapp 5 Millionen Euro hier im Raum stehen. Wenn man jetzt die Kreditverbindlichkeiten abzieht, dann käme noch dazu ein Abzug, was die Provision für einen Berater betrifft, von knapp 1,5 Millionen Euro. Also insgesamt eigentlich ein Preis, der für die getätigten Investitionen in dieses Thermenressort sehr, sehr bescheiden ist, kann man sagen. Immerhin wurden ja zwischen 80 und 100 Millionen Euro in Summe in diesen Thermenstandort investiert, und da kann es aus unserer Sicht und aus meiner Sicht nicht sein, dass man dann einen Verkaufspreis von effektiv nicht einmal 5 Millionen Euro erzielt. Abgesehen davon, was natürlich für uns schon auch wichtig ist, wir sind ja als ÖVP grundsätzlich für Privatisierungen, wenn sie ordentlich und gut gemacht werden und wenn sie auch sinnvoll sind für die Region und für die Unternehmer in der Region. Hier gibt es keinerlei Informationen dazu, und daher ist unsere erste Forderung, dass wir hier natürlich die Details wissen möchten, wie sieht das aus. Ich beziehe mich da auch auf den ehemaligen Clubobmann der FPÖ Schürz, der jetzt Regierungsverantwortung hat, der bei der letzten, beim letzten Privatisierungsversuch der Sonnentherme Lutzmannsburg ja genau das gefordert hat. Er hat damals gemeint, so ein Verkaufsprozess muss transparent sein, der Landtag muss informiert werden, die Details müssen auf den Tisch, und genau das fordern wir natürlich auch, wenn dieser Deal, so wie er jetzt in der Öffentlichkeit bekannt ist, wirklich über die Bühne gehen sollte, dann halte ich das für nicht nur unprofessionell, sondern auch für einen rot-blau gefärbten Skandal. Gestern hat sich dann einiges ereignet, zumindest auf medialer Internetbasis. Also ich habe gelesen, zunächst die Reaktion des angeblich zuständigen Landesrats Petschnig, der gemeint hat, naja, man muss sich das einmal anschauen, und er hat überhaupt keine Informationen auf den Tisch bekommen. Ein paar Stunden später war dann eine Reaktion des Landeshauptmanns im Internet zu lesen, wo er gemeint hat, naja, er hätte die Informationen erst seit 3 Tagen auf dem Tisch, und eigentlich ist der Deal aus seiner Sicht ohnehin geplatzt. Also alleine diese unterschiedlichen Aussagen sind schon sehr, sehr eigenartig und zeigen eigentlich, dass hier nicht sehr professionell gearbeitet wird. Insgesamt schon ein sehr trauriges Bild dieser rot-blauen Regierung bei so wichtigen Themen. Ich kann jetzt schon ankündigen, sollte der Deal, so wie er in der Zeitung angekündigt wurde, wirklich über die Bühne gehen, dann werden wir selbstverständlich den Rechnungshof einschalten und diese Vorgänge auch überprüfen lassen. Ich denke, dass es Zeit ist, dass die Regierung sich ordentlich zu Wort meldet, dass sie hier klare Aussagen macht. Ich glaube überhaupt, dass es für die Regierungsverantwortlichen besser wäre, sich Gedanken über die Zukunftsfähigkeit dieses Thermenressorts zu machen, über die Frage der mittel- und langfristigen Absicherung, welche Investitionen sind dafür notwendig, wie kann man die Kooperation mit den dort ansässigen Unternehmen verbessern, wie sieht es zum Beispiel auch mit der viel diskutierten Frage des Ruhebereichs, der auch für andere, nicht nur für das landeseigene Hotel zugänglich sein soll. Also viele Fragen, die offen sind. Wir fordern Aufklärung über diesen Deal, und sollte der Deal über die Bühne gehen, wie gesagt, werden wir den Rechnungshof auch einschalten. Ja, herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch meinerseits einen schönen Vormittag. Die Therme Lutzmannsburg-Frankenau ist seinerzeit vom Land als regionalpolitische Investition gemacht worden. Die Region Mittelburgenland, insbesondere Lutzmannsburg-Frankenau, war der große Abwanderung, daher war das ein wichtiger regionalpolitischer Impuls. Und sie hat aber nicht nur für das Mittelburgenland Bedeutung, sondern insgesamt fürs Burgenland, weil es gelungen ist, im Laufe der Jahre, vor kurzem 20-Jahr-Jubiläum, es ist gelungen, sie als Familientherme zu positionieren, und viele Familien aus ganz Österreich haben ihren Urlaub verbracht und bringen einen wichtigen Impuls in die Region. Infolgedessen haben sich dann private Hoteliers angesiedelt, es wurden private Zimmervermieter sozusagen aktiv, und das war sehr wichtig für die Region, weil immerhin rund 200 Arbeitsplätze dort
stattfinden. Und wir brauchen die Therme in der Region Mittelburgenland, weil wir eine Region sind, die eine relativ hohe Arbeitslosigkeit hat und nach wie vor gibt es eine Abwanderung. Daher muss die Therme stark sein und sie hat eine große Bedeutung für die Region. Abgesehen davon darf man nicht vergessen, die Therme Lutzensburg-Frankenau liefert ja auch positive Ergebnisse, also ist ein positiver Betrieb, auch im wirtschaftlichen Sinn. Es ist in den letzten Jahren seit Bestehen fast 80 bis 100 Millionen Euro in die Therme investiert worden, in den ganzen Standort. Und jetzt hört man, dass sie um einen Bruchteil dessen verschleudert werden soll, laut Medienberichten. Und das hätte dieser Verkauf natürlich massive Auswirkungen auf die Region. Es ist die Bevölkerung verunsichert, es sind die Hoteliers verunsichert. Man darf auch nicht vergessen, dass die Gemeinden Lutzmannsburg und Franken auch Teilhaber der Therme sind. Die sind bis jetzt nicht informiert worden über diese Vorgänge, was auch so vorbei ist. Und daher ist hier Transparenz notwendig. Wie Thomas Steiner gesagt hat, wir fordern seitens der ÖVP auch, der des Mittelburgenlands, volle Aufklärung über diese Vorgänge. Das ist unbedingt notwendig. Man darf nicht vergessen, dass vor wenigen Jahren die Therme ja noch mit 40 Millionen Euro bewertet wurde. Dann wurden in der Zwischenzeit rund 20 Millionen Euro zusätzlich investiert und wenn jetzt um einen Bruchteil dessen verkauft wird, dann sagt jeder Mensch, da wird eine Therme verschleudert. Und das kann nicht sein. Das schadet auch dem guten Ruf der Therme und da widersetzen wir uns. Wenn das Realität werden würde, dann kann es passieren, dass Burgenland Kärnten wird, wo sorglos mit Geld umgegangen wird. Wir wollen das nicht unterstellen und daher fordern wir noch einmal klare Transparenz und volle Aufklärung. Und eines noch abschließend, wenn privatisiert wird, was seinerzeit auch die Überlegung war, so ist das nicht grundsätzlich abzulehnen. Aber wenn privatisiert wird, dann muss das ein ordentlicher Vorgang sein und dann muss die Region eingebunden werden. Es müssen die Gemeinden eingebunden werden, die privaten Hoteliers, die Zimmervermieter und letztendlich die gesamte Region und ein Zukunftskonzept entwickelt werden. Und es kann nicht sein, dass die Landesregierung die Therme verkauft und dann sagt, hinter uns die Sintflut. Das wäre schlecht für die Region Mittelburgenland und auch schlecht fürs Burgenland. Dankeschön.